Meine Erwartungshaltung an den heutigen Tag sind vor allen Dingen Informationen darüber zu erhalten, wie Gerichte entscheiden, wenn Dinge strittig sind. Ich glaube, ein Großteil der Versicherungen versucht heutzutage, um Leistungen drumherum zu kommen. Also man lehnt die Leistung erstmal ab. Und welche Wege müssen beschritten werden und vor allen Dingen, wie macht man es richtig? Und am Ende des Tages die Leistungen, die man tatsächlich von den Versicherungen ja abgeschlossen hat, auch erhalten zu können. Die Premium Circle Deutschland GmbH hat ja im letzten Herbst die Qualitäts- und Transparenzinitiative zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung gestartet. Ich glaube, das ist dringend notwendig gewesen, um endlich mal Transparenz ins Leistungsverhalten der Versicherer zu bekommen. Wir haben ja heute die Ergebnisse vorgestellt und ausgehend von der Fülle unbestimmter Begriffe und unverbindlicher Formulierungen haben wir einen extrem weiten Auslegungskorridor der Versicherer im individuellen Leistungsverhalten. Und die Spreizung zeigt, dass die ganze Siegelitis, so will ich es mal bezeichnen, der letzten Jahre, die gleichmachenden Siegel eigentlich überhaupt keine Orientierung gebracht haben, sondern im Gegenteil, die in der Vergangenheit höchst bewerteten Unternehmen haben in unserer Erhebung sozusagen eklatante Unterschiede in der Anwendung der Leistungspraxis gehabt. Wir haben Bearbeitungszeiten in Leistungsfällen, die differieren zwischen 30 und 220 Tagen im Durchschnitt. Wir haben eine relativ kurze Zahldauer, die auf der einen Seite bei 3,5 Jahren bei einem Versicherer im Schnitt beginnt, bei Berufsunfähigkeit und auf der anderen Seite bei 9 endet. Und wir haben vor allen Dingen auch die Situation, dass bei abgelehnten Leistungen, wenn der Kunde klagt, bei vielen Unternehmen sozusagen überwiegend der Kunde gewinnt, bei anderen gewinnt der Versicherer. Das heißt, wir haben einen völlig anderen professionellen Umgang mit dieser ganzen Problematik in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist entsetzlich. Also wenn man mit einer durchschnittlichen BU-Höhe von 600 Euro, also was da versichert worden ist, das ist jedenfalls nicht die Arbeitskraft. Also das sind ja nur, weiß ich nicht, also davon kann ja keiner leben. Ne? Dann brauchen wir auch nicht über die Anrechnung reden, weil dann ist der sowieso unter allen Grenzen, die es so gibt mit 600 Euro. Kann er nichts von kaufen. Also da muss man sich schon fragen, was da im Vertrieb los ist und warum dann auch die Versicherer solche Verträge annehmen. Und die Zahldauer war ja auch erschreckend. Da gab es ja, also ich glaube, die Bearbeitungstage, die sind mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben mit über 200 Bearbeitungstagen für einen BU-Antrag. Das kann auch nicht sein und das ist ja nur ein Durchschnittswert. Das heißt also, es gibt durchaus Ausreißer nach oben. Wir haben jetzt auch, ich habe auch mit Maklern sprechen können hier, das ist ja auch ein Vorteil von solchen Veranstaltungen, dass man mit den Maklern ins Gespräch kommt, ist für uns extrem wichtig. Die haben auch berichtet von teilweise 9 Jahren, dass sich da Prozesse 9 Jahre in die Länge ziehen. Das ist ein Armutszeugnis für die ganze Branche. Also was mich nicht überrascht hat, waren die versicherten Höhen der Renten. Es hat mich auch nicht überrascht, die durchschnittliche Laufzeit. Was mich doch schon irritiert hat, war die Spanne der Bearbeitungszeiten der Leistungsanträge. Das war schon teilweise erschreckend, wenn man das hört, dass eine Gesellschaft im Durchschnitt schon 280 Tage braucht. Ja, ich war sehr überrascht. Klar hat man die ein oder anderen Themen schon mit auf dem Schirm, aber man hat wieder ganz klar und deutlich gesehen, wie die Versicherungen gefordert sind, die Versicherer gefordert sind, aber auch die Ärzte, die Krankenkassen, die ganzen Tester, die Rankings dann hinten raus machen, aber auch die Politik. Dass erstaunlich wenig Partizipanten dabei waren. Herr Gohr berichtet von 62 Häusern, die angefragt worden sind und 15 davon sollen sich dazu committed haben, daran teilzunehmen. Und man kann natürlich, also das eröffnet den Raum der Interpretation, wieso verstecken sich die anderen, was haben die zu verstecken, wieso gehen die nicht an die Öffentlichkeit, wenn die Zahlen dann so sauber wären. Und die Unterstellung liegt nahe, dass deren Abschlüsse oder deren Leistungsfallbegleitungen vielleicht eher negativ abgeschlossen werden. Und das würde ich mal gerne hinterfragen wollen. Genau, das hat mir am meisten gefallen, ja. Überrascht tatsächlich nicht. Also es gibt ja durchaus schon ein paar Zahlen am Markt, die zwar ein bisschen höher liegen als das, was Herr Gohr jetzt rausgefunden hat. Was ich relativ schade finde, ist, dass nur so wenig Versicherer teilgenommen haben am Ende. Die
Die beiden Herren sind unglaublich, also unterhaltsam, trotz des trockenen Themas. Ne? Man merkt auch, dass sie das nicht zum ersten Mal machen. Die sind extrem fit. Ich hoffe, dass ich auch später nochmal, die sind ja auch aus Berlin, dass wir da nochmal im Gespräch bleiben. Das wäre sehr schön. Die machen das sehr, sehr toll und ich bin gespannt, wie sie den Rest des Tages durchhalten. Die beiden Richter sind super sympathisch, authentisch, machen das ganz toll im Dialog. Und ja, dieses trockene Rechtsthema bringen sie halt super rüber. Ja, auch sehr spannend, was dort alles so für Auslegungspunkte hinterlegt sind, was da für Auslegungsfragen sind. Das ist, die beiden Richter bereiten es sehr unterhaltsam auf. Also das ist schön zu sehen, wie man auch so komplexe Rechtsfragen tatsächlich auch für juristische Laien unterhaltsam und auch sehr informativ aufbereiten kann. Und das ist total spannend mitzunehmen, wie dann tatsächlich auch in Prozessen verschiedene Rechtsfragen abgewogen werden und dann am Ende auch entschieden werden. Und das ist auch für uns als Verbraucherportal tatsächlich gut zu wissen. Ja, Herrn Dr. Marlow und Richter Spuhl kenne ich aus anderen Veranstaltungen. Von daher war es für mich jetzt kein Überraschungseffekt, aber Sie bringen sehr lebhaft rüber, wie komplex das Thema in der gesamten Rechtsprechung ist. Und das zeigt einmal mehr auf, dass wir auch bei Vermittlern erhebliches Qualifikationsdefizit haben. Ein Vermittler, der heute in der Biometrie berät, muss über die rechtlichen Rahmenbedingungen, über die Auslegung zumindest mal ein Basiswissen haben. Und das ist heute dahingehend eine eindrucksvolle Veranstaltung. Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung bei den Einladungsprozessen gesehen, dass Versicherer sich sofort angemeldet haben und Vermittler aus Kostengründen, wenngleich das nur ein kleiner dreistelliger Betrag diesmal ist, aus Kostengründen das aufgeschoben haben und gesagt, ach, das geht auch so. Ja, das heißt, Augen zu und durch und hoffentlich wird es gut gehen. Und da gibt es Handlungsbedarf, das zeigt die Veranstaltung heute. Auch hier wird es politische Leitplanken geben müssen für die Pflichtqualifikation der Vermittler. Es ist schon äußerst interessant, was auch so an ersten Rahmenbedingungen hinsichtlich Rechtsprechung sich da ergeben haben, auch gerade Richtung Leistungsregulierung. Es ist sicherlich schwer, da jetzt konkrete Rückschlüsse zu ziehen, an welcher Stelle es jetzt besonders hapert, aber es soll ja insbesondere Anstoß zu neuen Ideen und Überlegungen geben und da wird sicherlich einen guten Beitrag zu leisten. Es ist unglaublich, dass die Marktdurchdringung so schlecht ist und dass die Versicherer scheinbar nicht von alleine zu Verbesserungen zu bewegen sind. Es ist fast ein bisschen traurig, die Antwortraten, wenn man sich das anguckt, dass so wenig Interesse bei Versichererseite existiert, bei diesem extrem wichtigen Thema. Ne? Wir reden ja nicht von irgendwas, sondern wir reden von der Absicherung der Arbeitskraft. Das ist genau der sozialpolitische Auftrag, von dem alle reden, den der Versicherungsmakler insbesondere zu erfüllen hat. Und wie soll er das machen, wenn die Versicherer so hinterm Berg halten mit derart wichtigen Kennzahlen? Also das Thema der Berufsunfähigkeit, der unklaren Versicherungsbedingungen und dieser Probleme, die damit einhergehen, hatten wir im vergangenen Jahr schon mal in einem Workshop angesprochen. Und für mich war es wichtig, heute zu diesem Thema dann einfach mal aus juristischer Sicht diese Aufarbeitung zu hören. Und ich muss sagen, es ist sehr anspruchsvoll. Es geht wirklich ins juristische Detail und führt aber auch letztendlich für uns juristische Laien zu Verwirrtheit. Und das kommt beim Kunden offenbar auch so ein, was zu Unsicherheit führt. Es bestätigt, was wir in unserem Ansatz vertrieblich ohnehin schon propagieren. Eine qualifizierte Befragung sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer, um einen rechtlich bestandsfesten Vertrag zu generieren, ist der richtige Weg. Das ist vertrieblich in der Branche schwierig. Die meisten Mitbewerber versuchen, dem Versicherungsnehmer zu verdeutlichen oder klarzumachen, es geht schnell, es geht einfach, wenige Gesundheitsfragen. Eine solche zentrale Entscheidung könnte mit einfachem, wenig Aufwand geklärt werden. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn ich nicht konkret frage, nicht umfassend frage, laufe ich Gefahr, in die Gruppe derjenigen zu gehören, die am Ende durch einen langen Rechtsstreit vielleicht vor dem Kadi einen Anspruch durchsetzen können. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir gehen so vor, dass wir die Fragen, die zu stellen sind, im Vorfeld fragen und danach eine Vertragssituation erreichen, die fundiert und gefestigt ist. Und ich glaube, damit sind Versicherungsnehmern sehr, sehr viel weiter geholfen als der vermeintlich einfache Weg. Insofern ist diese Veranstaltung heute Wasser auf unsere Mühlen.
Also das Resümee ist, es ist wirklich erstaunlich im Prinzip, zum einerseits, wie weit diese Spreizung der Ergebnisse der Versicherer da war. Der Herr Gore mit Premium Circle, die haben ja eine Untersuchung an der Stelle gemacht und stellen heute mal dar, wie die Versicherer agieren. Und dabei zeigt sich, dass die Versicherer in einer sehr großen Spanne agieren, also sowohl was die Erteilung von Zusagen dann angeht, als auch was rechtliche Konsequenzen angeht und so weiter. Also das war sicherlich schon mal die erste große Erkenntnis, zu sehen, dass die Versicherer sehr unterschiedlich entscheiden bei vergleichbaren Fällen. Das war sicherlich das eine. Das zweite ist, die Ausführungen im Hinblick von den beiden Richtern sind sicherlich hochspannend, weil sehr fundiert an der Stelle und man auch ein ganzes Stück Einblick nochmal da reinbekommt, wie diese Entscheidungen denn am Ende ausfallen, gefällt werden, auf welche Punkte unter Umständen auch ein Vermittler einfach Wert legen muss, wenn er schon vermittelt, weil er sehen muss, welche Punkte sollte man bei der Vermittlung direkt schon abarbeiten. Sehr positiv, habe viele Themen mitgenommen. Wir versuchen immer für unsere Kunden einen Mehrwert zu bieten und sie aufzuklären. Ja, und heute waren wieder ganz viele Themen dabei, die ich da persönlich für mich mitnehmen konnte. Also sehr gelungene Veranstaltung. Zu Beginn der Veranstaltung wurde ja eine Markterhebungsanalyse vorgestellt. Das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Also das Produkt ist sehr schwer verständlich und als Anwalt habe ich damit auch täglich zu tun. Nach meiner Einschätzung liegt es im Wesentlichen darin begründet, dass der Versicherungsnehmer im Falle des Leistungsantrages eigentlich überfordert ist mit der Antragstellung. Er weiß nicht, welche Angaben eigentlich vom Versicherer gewollt sind. Deshalb erlebe ich es immer, dass wenn ein Mandant zu mir kommt, der Antrag relativ schnell bearbeitet wird. Das hängt aber dann daran, dass der Versicherer im Prinzip die Informationen bekommt in entsprechender Form, die er eigentlich benötigt. Und da gibt es hier auch nochmal hilfreiche Gesichtspunkte, auf die hingewiesen wird. Insbesondere die Dozenten weisen nochmal auf die Rechtsprechung hin. Die ist ja sehr, sehr, sehr differenziert. Und ich denke, das ist auch auf sehr hohem Niveau heute und stellt hohe Anforderungen an das Publikum, was das Verständnis angeht. Liegt aber in der Materie begründet. Gut, ich habe einiges für mich und für unser Geschäft zu Hause daraus gewonnen an Erkenntnissen. Vor allem allerdings hat mir wirklich die Präsentation am Anfang, also was Herr Gore für eine ganz, ganz tolle Studie da auf die Beine gestellt hat, sehr gut gefallen und ich würde mich liebend gerne mit ihm noch persönlich austauschen. Da habe ich noch einige Fragen, die ich klären würde. Also für mich ist das relativ spannend hier, weil wir versuchen natürlich auch immer ganz viel Wissen zusammenzutragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung, aber gerade was so die Leistungspraxis der Versicherer angeht, gibt es relativ wenig Transparenz im Markt und das finde ich sehr gut, dass Herr Gore und Premium Circle versuchen, diese Transparenz ein bisschen zu schaffen. Offenbar schon. Denn die Versicherer kommen ja alleine nicht zu Potte. Also, ein Rechtsseminar, das 8 Stunden dauert und 400 Folien umfasst, zeigt erst einmal, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Das ist keine Frage, die man vor Gericht klären sollte. Ob das jetzt die Branche selber darum kümmert, bessere Leitplanken zu entwickeln oder die Politik tätig werden muss, das muss der Gang der Dinge entscheiden. Selbstregulierung der Branche hat den Vorteil, dass sie marktnäher ist. Wenn die Branche selber nicht reagiert, dann muss der Gesetzgeber daran. Also ich denke, dass es natürlich gut wäre, wenn wir es die Berufsunfähigkeit wieder in den Rahmen des Gesetzgebers zurückbekämen. Aber ich glaube, dass der Gesetzgeber sie ja auch aus seiner eigenen Vorteilsnahme sozusagen für den Staat, sie ganz bewusst aus sich herausgedrückt hat und auf die Erwerbsunfähigkeit abgestellt hat. Einfach deshalb, weil natürlich mit der Berufsunfähigkeit viel höhere Risiken einhergehen, die in irgendeiner Form dann durch den Gesetzgeber versichert werden müssten. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich quasi enthaftet aus der Sicht heraus und drückt es der Privatwirtschaft ein Stück weit aufs Auge, die diese Pflicht dann erfüllen soll. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Gesetzgeber, obwohl es sinnvoll wäre, diese Risiken wieder zurücknehmen, weil er sie über die Rentenversicherung abdecken muss.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt politische Leitplanken, weil den Versicherern ist dieses Thema ja seit Jahren bekannt und es wird immer wieder damit argumentiert, dass die Unverbindlichkeit gebraucht wird, um ein langfristiges Leistungsversprechen auch einlösen zu können. Nur das ist keine Orientierung und vor allen Dingen ist es für den Vermittler und für den Kunden keine Orientierung in der Positionierung seines Versicherungsschutzes. Welches Unternehmen wähle ich denn, wenn alle gleiche Siegel haben und ich nicht weiß, wie unterschiedlich die unbestimmten Begriffe ausgelegt werden. Deswegen, wir werden politische Leitplanken brauchen. Einmal in der Konkretisierung des eigentlichen Leistungskerns, was ist versichert, Beruf und also berufliche Ausgestaltung, die Tätigkeiten, sozusagen die Arbeitsplatzrahmenbedingungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann auch die medizinischen Einschränkungen. Das ist das eine Thema. Wir brauchen aber auch politische Leitplanken im Leistungsprozess. Es kann nicht sein, dass bei gleichen Leistungsfällen, bei Kunden, die bei drei Versicherern BU-Verträge haben, bei einem gezahlt wird, bei einem unter Vorbehalt und beim anderen über Jahre hinweg ein Streitfall entsteht, der juristisch begleitet wird. Hier ist die Politik gefordert und muss vor allen Dingen für den Leistungsprozess hinten klare Leitplanken setzen, vielleicht sogar eine unabhängige Institution implementieren. Ja, wir sprechen mit Vertretern aller Bundestagsparteien und zeigen ihnen die Situation auf und treffen da auf eine große Betroffenheit und sagen, da gibt es dringenden Regulierungsbedarf. Man ist überrascht, weil das Bild über die private Versicherungswirtschaft in der Vergangenheit in der Breite vermutlich auch durch die Arbeit des GDVs abgefedert, das war, so will ich es mal nennen. Dadurch, dass man jetzt feststellt, wie unterschiedlich die Unternehmen die Leistungspraxis oder diese unbestimmten Begriffe in der Leistungspraxis anwenden, kriegt man jetzt einen anderen Blick drauf. Das heißt, die Politik hat hier parteiübergreifend Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Verbraucherschutzbeauftragte von den Parteien parteiübergreifend festgestellt, hier gibt es Regulierungsbedarf und der wird auch kommen. Wenn die Branche das nicht zeitnah selbst hinbekommt, dann wird sie in der nächsten Legislaturperiode nach unserer Einschätzung politisch reguliert. Ich muss gestehen, da ich jetzt auch schon relativ lange in der Branche unterwegs bin, nicht grundlegend, aber es hat zumindest gezeigt, dass es an der einen oder anderen Stelle da sicherlich noch Optimierungs- und Verbesserungsbedarf gibt, sowohl hinsichtlich Qualität als auch hinsichtlich Transparenz, wie der Name der Initiative ja schon sagt. Einen tieferen Blickwinkel, weil 8 Stunden Rechtsfragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung und 400 PowerPoint-Folien zeigen, dass es doch erhebliche Unsicherheit gibt und erheblichen juristischen Klärungsbedarf. Die dahinterliegende Frage ist dann, dass man doch daran arbeiten müsste, die Gerichte zu entlasten und eindeutige Rahmenbedingungen auch für die Versicherten herzustellen. Das ist eine politische Frage oder eine Frage der Versicherungswirtschaft, mehr Sicherheit für die Kunden zu bieten. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Ja, hat sie, fundamental an der Stelle, weil im Prinzip auch ich vorher ein Stück weit davon ausgegangen bin, dass wir mit der Berufsunfähigkeitsversicherung ein relativ klares Konstrukt haben. Das hat sich heute gezeigt, dass das nicht so ist. Also einerseits, wie gesagt, diese enorme Spanne, diese unbestimmten Rechtsbegriffe, die da drin sind. Das heißt, wir haben unheimlich viel Interpretation in der Berufsunfähigkeitsversicherung drin und wenig ganz klare Leistungslinien, wo wir entlanglaufen können und sagen, das ist der Sachverhalt, das ist so. Und offensichtlich gibt es auch bei den Versicherern keine standardisierten Verfahren, dass man sagen kann, okay, unter diesen Bedingungen bekommt der Versicherte diese Leistungen, sondern offensichtlich entscheiden die Versicherer sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, es gibt keine standardisierten Verfahren, was mich persönlich überrascht hat. Ich denke, dass hier ein ganz großer Wandel stattfinden wird, weil ich als Vermittler eine ganz große soziale Verantwortung habe, den Kunden dahingehend zu motivieren. Man hat gesehen, was man alles bei einer Antragstellung falsch machen kann. Und da ist große Aufklärung gefragt und man hat ja auch das Beispiel an den Handwerkern gesehen, da muss auch unbedingt eine Lösung gefunden werden, für dass da künftig eine Versicherbarkeit gegeben ist. Gut, ich weiß jetzt nochmal in etwa, wo die Schwerpunkte liegen, also die fehlkodierten Diagnosen von Ärzten, das ist auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet und da ist es halt hilfreich, wenn man noch ein paar Informationen um das Thema herum bekommen hat und die habe ich auch heute bekommen, denke ich. Ja.
Ja, für uns ist die Veranstaltung als Premiumsäule ein voller Erfolg. Wir haben mal wieder eine Benchmark gesetzt, wie wir das so oft tun, mit dem ersten BU-Symposium Recht. Zwei aktive Richter auf die Bühne zu stellen als Referenten, das hat schon was. Da ist auch bisher noch keiner drauf gekommen. Das zeigt aber, dass der Weg der Differenzierung, der Qualifizierung des fundierten Know-hows der richtige ist. Und das zeigt mir das Feedback von unseren rund 80 Teilnehmern, die wir haben. Die sind alle hochzufrieden und ich glaube, die nehmen auch ziemlich viel mit. Und auch das wird die Branche mal wieder bewegen.